Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost Recon Wildlands mit folgenden Chaoten. Mit Vanva. Ja. Mit Enno. Und mit Reaper. Na, hallo. Er hat die Stimme. Oh, na, 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 wer wird denn hier den Kiel gleich und unser Sanitäter rennt gleich mal in die Granate rein. Was denn? Der eine schießt mit der Schrotze, der andere mit einem MG und ich mach den großen Knall. Passt doch. Kreuz den Granatwerfer für den ganzen Knall. Das nennt man dann Klimax oder was? Die Ladung ist schön offen. Oh, das war jetzt aber wirklich der Heli. Der überlebt nicht. Das weiß ich nicht. Naja. So, wo müssen wir denn jetzt hin, Chefchen? Wenn du ins Tal reinguckst, dann siehst du das Gebiet, wo wir hinwollen. Spiritus Santo. Espirito Santo Memoria la los Sole. Okay. Ja, Qualm zwar schon, aber gut. Ja, wir gehen zu Fuß. Nee, doch nicht. Ich denke, Baumann wird uns kontaktieren. Wir haben es ja wissen lassen, dass wir hier sind. Ab durch die Büsche. Ansonsten durch die Hecke. Irgendwo hier unten müsste eine Stadt sein. Es sieht ja aber noch nicht so urban aus. Naja, geh mal ein bisschen. Ich hab hier ja, ist noch ein Stückchen weiter. Oder? Na doch, noch ein Stück. Weiter, da hinten. Hier ist der Sand ganz schön rot, wa? Sind wir in Australien? Bestimmt von Australien hergeschippert worden. Also. Ich dachte, wir haben gerade so importiert. Bei dem Unternehmen. Wir kommen jetzt in eine Provinz namens Espiritu Santo. Espiritu Santo ist die Basis für Suenius religiöse Propaganda. Der Schlüssel ist eine Frau namens La Santera, eine selbsternannte Santa Muerte Priesterin mit tausenden treuen Anhängern. Diese Hexe besitzt die Gabe, Männer mit Waffen in Fanatiker zu verwandeln. Sowas lässt mich nachts nicht schlafen. Die Narcos verehren Santa Muerte schon lange, aber viele Gläubige sind nicht vom Kartell. Das ist ein schwacher Trost. Besteht die Chance, die Fanatiker umzudrehen? Sie müssen nach Informationen suchen. Finden Sie heraus, wie man La Santera ausschaltet, um die Sicarios zu demoralisieren und das gemeine Volk dem Kartell zu entfremden. Sobald die Hexe ihre Gemeinde verloren hat, bringt sie zu mir. Bowman Ende. Wieso müssen wir denn jetzt La Santera töten? Weil sie die Priesterin ist. Ja, aber Lasagne ist lecker. Oh, oh Mann. Oh, wenn ihr dich gleich mit Salami. Wo müssen wir denn jetzt hin, Chefchen? Haben wir irgendwas auf dem Kärtchen? Wir stehen hier nirgendwo. Wenn wir vor uns weitergehen, so grob, so vielleicht einen Ticken weiter rechts, dann haben wir eine Stadt vor uns. Guari heißt die. Das wurde vor 5 Minuten auch schon gesagt. Ich wurde enttäuscht. Ja, noch ein kleines Stückchen weiter. Sind wir bald da? Ja, die. Hier, glaube ich, schon die ersten wurde, ja. Oh, ich sehe da vorne Gebäude. Ja. Kleines Stück, sagt sie. Und Bowman sagt, die hat die Frau verwandelt, Männer mit zu Fanatikern, indem sie Waffen nutzt. Ja, ich glaube, das ist bei der Not auch schon passiert. Ist die Stadt friedlich? Nicht zur Gänze. Also von uns aus der hintere Teil dürfte am meisten verseucht sein. Aber ich könnte hier vorne schon sein. Oder. Ich geh mal hier unten ins Gebäude und check die Drohne los. Hey, lass die Kinder in Ruhe. Die Drohne fliegt. Wer mobbt die Kinder? Und wann war? Soll ich denen keine Angst machen? Ja, doch, hier rennen einige rum. Wenn ihr Richtung Kirche guckt. Lass die Kinder in Ruhe. Ja, die haben. Die Kinder haben eine gute Rüstung. Da ist noch ein dritter. Hinter der Kirche ist direkt einer. Schattenboxen. So, hier unser Chefchen Abel, sprich mit uns. Los. Hinter der Kirche. Ah, ich sehe die Kirche, ja. Jo. Ja, ich sehe auch die Person. Scharfschütze, stopp und zurück. Der steht da auf so einem kleinen Unterstand, aber bei ihm sind noch ein paar komische Gestalten. Der macht einen Moonwalk. Interessant. Die eins ausschalten oder was? Nee. Die drei ist noch da in der Nähe. Endo, deine Position? Ich befinde mich gegenüber der Kirche hinter einem Gebäude. Okay. Die eins kann ausgeschaltet werden.
Erledigt. Sehr gut. Okay, das hat ihr zwei jetzt doch mitgekriegt. Das hat auch für Aufruhr im Dorf gesorgt. Zwei erledigen bei sich Kontakt dementsprechend. Drei auch ausschalten und zwei kommt auch auf euch zu ausschalten. Drei ist ausgeschalten. Okay. Zwei auch. Ich weiß Neue nicht, glaub, eins. Ja, ich glaube, ihr wollt eine Granate werfen. Lieber ausschalten. Könnt soweit bis zur Kirche vorrücken zusammen. Negativ. Achtung, rechts. Zieht euch in die Kirche zurück. Das C4 scharf. Oh. Oh. Die Ladung ist schon. Ich bin in der Kirche. Wow. Ach, da bist du. In der Kirche seid ihr erstmal safe. Naja. Ich komme auch in die Kirche. Schick nochmal die Drohnen los. Hat eben einer gequatscht. Da ist einer. Tango getötet. Weg. Achtung, gerade einmal bitte alle in der Kirche bleiben. Ja. Okay. Alle in Ordnung? Ja. Jo. Positiv. Okay. Das Gebäude direkt hinter der Kirche, da sind unsere wichtigen Aufklärungsdaten drin. Ich glaube, bevor wir hier weggehen, gehe ich nochmal in die Kirche und bete. Auch halb wieder rauskommen. Und bete mal mich an. Also. Nee, lieber nicht. Das ist doch mein Namensgeber. Ich habe Informationen über Esteban Ibarra, der für das Kartell Kontakt zu Las Anteras Kult hält. Er war so eine Art So, die Daten habt ihr dann das nächste Gebäude in der Reihe. Es hat, glaube ich, so einen komischen Unterstand oder sowas davor. Diese Garage? Ja, genau. Werkstatt wollte ich gerade sagen, aber okay. Ja, Werkstatt passt, ja. Da ist noch was drin und in dem doppelstöckigen Gebäude, da ist was für uns alle drin. Ah, okay, ich sehe hier, in der Werkstatt habe ich die Unterlagen. Das sind geheime... Hier ist der Kartell-Heli, der Nachschub liefert. Die Rebellen brauchen die Sachen. Holen wir ihn uns für sie. Wir treffen uns in dem doppelstöckigen Gebäude. Doppelstöckig ist sowas für uns. Ah, das ist doppelstöckige Gebäude, okay. Falsches doppelstöckige. Das bei dem Helikopter. Hier. Das hier. Ich vermute, die haben die Sachen ganz oben wieder versteckt. Ach. Ja. Classic. Da hinten an der. Da. Alter. Vielen Dank. Hier an der Reling. Die Reling nicht mehr beim Schiff? Na, hier auch, finde ich. Okay. Es ist eigentlich eine kleine Wand, aber okay. Ja. Mimimi. Ich glaube, am dichtesten ist das, wenn wir zur nächsten Stadt fahren. Oder fliegen. Schön präzise, das Ding. Also, hier ist ein Hubschrauber. Was ja, war denn? Nehmen wir den Heli. Ich weiß nicht, was ihr alle mit euren Plastikhandpistolen machen wollt, ey. Ich setze ist ein schönes Mordwerkzeug. Ich setze ja, auf diese Helden ein. Aber mir ist die Pistole zu langsam. So, schräg rechts hinter uns. Noch weiter rum. So sieht gut aus. Ich habe ja tatsächlich mal jemanden gesehen, der hat der Desert Eagle eine Maulsperre verpasst. Also ich weiß nicht, wie man so mal machen kann. Aber hat die nicht so eine hohe Joule-Zahl, dass das... Also... Ja, das ergibt für mich... Das Ding auf jeden Fall ins Gesicht. Ja, ballistisch das ergibt das Fall, wenig Sinn. Du hast halt durch die Wiegel, wenn du deine Maulsperre verpasst, das ist so laut wie mein Scharfschützengewehr mit Scheinwerfer. Aber, Okay, ich nehme an, die Stadt hier direkt unter uns. Ja, genau. Okay, ich sehe gerade keinen. Wir könnten auch auf einen dieser Flachdächer landen. Ein Stück links, da, der Spielplatz unter uns jetzt. Negativ, da sind Spielzeuge drauf. Vielleicht auf dem Flachdach links vor uns. Auch.
Links neben uns. Ja, das sind mehrere Flachdächer. Ja, oder sonst hier bei der Straße irgendwo. Oh, oh, oh. Ja, da hat Kratzer also gegeben. Hat jemand Lust? Solange die Rotoren nichts abkriegen. Scharfschütze, Reaper? Fußball. Oh, guck mal, Fußball! Da beißt bei mir auch. Wir können einmal hier bei der Schule rein. Ey! Und ich schick die Drohne wieder los. Und! Ich habe einen dritten Tango. Schon. Goal! Entschuldigung. Ich fühle mich beobachtet. Ja, hier sind direkt Leute, das ist. Was eine Seuche. Was? Die sind hier fast überall in den Gebäuden. Ah, wir sitzen mitten im. Achtung, die zwei kommen auf euch zu. Ich gehen wir dann in das Gebäude, wo du bist. Feind am Boden. Und wir sind tot. Starker Beschuss, starker Beschuss. Wir kriegen Besuch. Die Drohne ist oben. Ein Rebell hat gerade einen Passanten überfahren. Na, sowas würde ich nie machen. Mhm. Oh, jetzt blockiert ein Passanten. Achtung, da ist noch einer hinten beim Boden. Da kommt auch ein Fahrzeug. Ja. Oh Gott, ich habe keinen Sprengstoff mehr. Au! Oh. Ich kann nicht mehr markieren. Na, wo? Ja, warte. Ich hol unseren Sunny. Ja, ich versuch dir Deckung zu geben. Erst wieder. Oh, da. Danke. Es war diese eine Truppe. Wie sieht die Situation aus? Heiß. Ja, die kommen alle auf uns zu. Zur Not geht's ins Hinterzimmer. Ja, weg, da kommt nicht was. Granate fliegt, nehmt das. Hinterzimmer, da können wir auch raus. Granate fliegt. Und hier ist ein bisschen mehr Deckung. Oh Gott. Mann, was? Ja, also in der Schule. Ganz. Alles mit Ruhe, ja. Komm. Hoch. Einer weniger. Granate fliegt. Granate fliegt. Nehmt das. Was ist ein Chaos? Granate kommt. Komm mit mir an der Kuhle raus. Auf der anderen Seite wieder. Wow. Okay. Scharfschützen? Ja, ich glaube die drei. Scharfschütze, ja. Ja. So, durch den ganzen Rauch, jetzt komme ich an den nicht dran. Mm. Ich habe aber Sicht, wenn er sie nochmal zeigt, ist er weg. Granate fliegt. Okay. So, weg ist er. Okay, ich gibt es hier Munition zum Aufmunitionieren? Noch nicht gesehen. Okay. Ja, Achtung, Reaper, da könnte sich noch mindestens zwei Tangos, die nicht markiert sind, befinden. Verstanden. Wo denn? Direkt bei diesem doppelstöckigen Gebäude, würde ich sagen. Das mit dem Schlitz da? Ja. Tango getötet. Sehe ich hier keinen mehr. Okay. Wenn nicht gerade noch ein Auto gekommen ist, dann sind das nicht mehr so viele. Dann ist es noch die 1 und die 2. Okay, dann noch die 2. Hier ist auch Munition bei der 2 in der Richtung. Okay. Das ist gut. Ah, danke. Ja, ich hab's gesehen in der Garage, genau. So, die 2 ist gleich weg. Boo, bitch! Mein Radarwarngerät hat. Mit Sprengladung. Mein Radarwarngerät hat. Genau. Da wahrscheinlich ist auf der Seite durch. Waffenkiste und Informationen in der Gebäude. In dem Gebäude. In der Gebäude, vor dem Gebäude. Wo genau? Welches Gebäude? Das große mit der Garage und so weiter. Das Backsteinhaus. Ja. Okay. Ach, direkt wo wir stehen. Kiste. Ah, ich hab hier Dokumente. Die Waffenkiste habe ich. Schon immer. Ich habe eine Karte, auf der improvisierte Kasernen im Dschungel eingezeichnet sind. Sein.
Was war denn das in der Waffenkiste? Habe ich noch nicht gehört. Ich muss meine ganze Ausrüstung mal wieder durchgehen. Kann sein, dass das nur der kurze Handgriff war. Hm. So, ein Haus weiter haben wir auch noch ein Informationslager. Also wenn wir Richtung... Von dem Haus hier Richtung Heli und dann nach links. Haus Richtung Heli... Und dann nach links, okay. Dann nach links. Hauptsache die Chefin macht erstmal einen Satz durchs Fenster. Das Backsteinhaus, High Force, High Monte. Oder? Genau. Okay. Genau das. Ah ja, nee. Das ist mit Nachschub. Methylamin. Das sind die Dokumente, okay. Hast du das mit deinem neuen Samsung Galaxy S9 not sponsored? Genau. Fotografiert? Okay. Mhm. Und hab's unserer Chefin direkt schon mal rübergeschickt. Okay. Sehr gut. Ich denke, wir nehmen wieder einen Helikopter. Ja, der stand Juhu. Ja hier nicht weit weg. Okay, Granate fliegt. Wo ist er denn jetzt? Hinter dir. Ja. Ach da. Was explodiert hier? Ein Auto. Nur so. Die Tankstelle. Ja dann, wenn es sonst nichts ist. Na, wo geht's lang? Schräg links hinter uns. Die Richtung ist schön. Ist auch wieder Informationsbeschaffung. Oh Gott, ich hab meinen Hut verloren! Oha. Das Lager links von uns. Wo ist er denn hin? Ja, irgendwo runter. Noch ein Stück weiter. Okay. Müsste das hier oben auf dem Berg sein? Das ist eine legale Coca-Farm. Also kriegen wir hier legal Coca? Bei Scharfschützentürme ist ein gut gesicherter Bereich. Oh. Das ist ein Uni, das denke ich. Wenn wir wieder nach Hause kommen, müssen wir als erstes in den Becher pinkeln. Aber die Höhe. Ja, wir werden uns von der Straße wohl da über nähern müssen. Und dann muss Reaper den Turm am besten einnehmen. Wow. Verdammt gut gesichert für eine Scheune. Okay. Hilfe! Klopfern war geht's nicht gut. Doch, ich hab's zumindest gesehen. Oder besser gesagt, zum Glück. Der Heli ist weggerutscht und er stand wohl noch. Ich war noch an der Spitze des Helis. Der bewegt sich. Wenn der Heli gleich explodiert, dann haben wir aber Polen offen, ne? Hoffentlich explodiert er nicht. Ah, der macht ein bisschen Lärm. Oh. Okay, Scharfschütze am vorderen Turm. Ja. Und der Sniper dürfte den noch gleich überlegen. Warte, unten am Turm sitzt jetzt auch noch einer. Der ist gerade in Deckung gegangen. Ja, der Sniper am Turm scheint erledigt zu sein. Ja, Vorsicht, da unten bewegt sich einer auf dich zu, Reaper. Direkt bei dir. Tot. Die anderen sind alarmiert. Fist. Das ist bei... Ich vermiede die Straße. Ja. Okay, vorschlagen. Ich hab noch einen Tango. Wobei, Enno und ich, wir sind ja noch eigentlich versteckt. Das ist eigentlich ein Vorteil, den wir ausnutzen sollten. Also, ich befinde mich bei Enno auf der anderen Straßenseite. Hey, ich lege eine Mine. Drittes Ziel. Minen sind jetzt alle gelegt. Hey, ich lege eine Mine. Okay. Mist, Sniper. Ich hole die Rebell, damit sie ablenken. Wo ist der Sniper? Da ist der Sniper. Auf dem Turm. Nicht mehr. Ist weg. Ist Alarm? Ja. Ich schalte den Alarm aus. Ich denke, Enno und ich dürften noch unerkannt gewesen sein, oder? Denke schon. Am Feli, verdammt. Ich bin jetzt das Lager ist ja voll. Ah, ich sehe dich ja noch. Ja. Ah, nee. Commander. Nee, das ist unser Commander. Ich bin die Straße. Die Richtung, das. Okay. Genau, rechts von dir, hinter den Barrikaden. Ich werde hier zwischen den Steinen sitzen bleiben. Okay. Achtung, eine Person ist schon über die Minen gefahren. Ja, da kommen leider immer mehr. Seid am Boden. Mhm.
Ach, Drecksunitas, ey. Okay, ich bin jetzt bei dem Turm, wo Reaper ist, Fragezeichen. Negativ, ich bin im Stützpunkt. Okay. Okay, du nicht hast auf dem Turm? Dann. Negativ, Turm ist nicht einnehmbar gewesen. Ich wurde immer wieder angegriffen, wenn ich hoch wollte. Zwei gegen an der Amaria. Ausgeschalten. Ist der Sturmangriff das geeignete Wahlobjekt? Eigentlich ja, hier drin dürfte nichts mehr leben. Okay. Nee, ist ja auch noch nichts mehr. Okay, okay, meine Nahsensoren haben eine Waffenkiste. Genau, bei mir drin, links im Regal. Links im Regal, ja, danke. Kann ich gebrauchen. Vorräte, Nachschübe. Ich glaube, der Mörser kann auch mal gesprengt werden. Wo ist der Mörser? Auf dem Dach? Mhm. Nee, der negativ, der ist hinten bei dem anderen Sniper-Turm. Oh! Okay. Alles gut? Ach, ja, ich ich komme auch zu euch. Hab die falsche Hand benutzt. Es befindet sich ein Tango auf dem Gelände bei der bei der Armeria. Ja. Granate fliegt. Ich decke ihn mit Granaten ein. Dann könnte er. Die Explosion war ein bisschen größer, als ich erwartet hatte. Mhm. Ist der Tango tot? Okay. Ja. Okay. Wo war die Waffenkiste? In der Amaria links. Ja. Ah, hier in der Kopfstation. Ja, hinter dir. Unser Hacker? Ich muss hier noch aufmunitionieren. Links, links an der Wand, das Regal. Alle einmal aufmunitionieren. Enno, du bist doch unser Hacker, oder? Ja. Hier in der Kopfstation. Genau, komm zu mir und in dem Gebäude gelb. Ja. Sein Laptop, komisches unten. Modell. Ich kann damit nicht umgehen. Du kannst generell mit irgendwelchen Techniksachen nicht umgehen. Also. Ja, aber da hat schon recht. Ein experimentelles Ding. Huawei, die machen es dem Handy auch Laptop. Hier ist der Standort eines Kartellsenders. Deaktivieren wir ihn. Ein Gebäude weiter haben wir auch noch mehr Informationen. Im Comp-Center. Ja, okay, dann macht es. Ah, okay, Reaper. Interessant. Die Hauptkapelle von La Santera in Espirito Santo. Sehen wir uns das an. Ich hab das nur gerade gemacht, weil das gerade alles etwas komisch für mich hier aussah. Hm, schade, dass der Heli hinüber ist. Der wäre geil gewesen. Moment, das war hier irgendwie so ein bisschen so auf magische Art und Weise ist dieser Laptop angegangen, dann ist er wieder ausgegangen, da wurde mir irgendwas erzählt von wegen, ja, wir haben das und das gefunden und dies und jenes und Ich hol erstmal kurz ein Fahrzeug von der Straße. Ja, da vorne kommt auch ein Leutnant, der ist allein in seinem Auto. Falls wir ich hab mein Fahrzeug verloren. Wie? Schade. Möchte anscheinend nicht erläutern. Also das, okay. Ich sehe es, wann war. Ich frage mich echt, wie du den Führerschein geschafft hast. Naja, da war so ein Mann, der hat gesagt, wenn ich ihm $1,500 gebe, dann ist der nett. Ja. Oh, können wir nicht, Reaper, können wir nicht jeder uns hier an einen Reifen nehmen und das Ding umwerfen, wieder auf den Räder stellen? Ja, eigentlich schon, aber irgendwie. Naja, wobei ich halt ich nehme ich an, das sind stabile Stahlrohre. Die Dinger wiegen schon was. Also das dürfte doch mit dem Motorblock zusammen noch schwer sein. Aber ich habe mal geguckt, unsere Rebellenfreunde sorgen, wenn wir denen ein bisschen helfen, könnten sie uns auch mal einen Heli zur Verfügung stellen als Abwurf. Hm. Aber das dauert halt noch. Ist unser Heli eigentlich noch? Ja, ist glaube ich nicht benutzbar. Wenn wir ihn starten können und er nicht hochgeht, da bockt er einen Baum. Ja, okay, lassen wir lieber. Nicht, dass wir noch hochgehen mit dem. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir einmal nach rechts. Okay. Nächste Kurve ist eine böse Kurve.
Aber die ist ja noch mal kein. Welche Kurve hier im Gebirge ist eine gute Kurve? Selten zwei, ne? Eine, wo die Gefahr nicht so groß ist. Das hier ist eine langgezogene gute Kurve. Ja, das ist eine gute Kurve zum Beispiel. Ja, und jetzt kommt wieder eine böse Kurve. Eine, die uns potenziell tötet, ist eine böse Kurve. Uns kann nichts töten. Es ist nur eine potenziell böse Kurve, die uns möglicherweise tötet, weil wann war der Fahrer? Rechts? Das sehe ich nicht so. Naja. Navo sieht auch nicht, wie wir wirklich fahren. Sie sieht nur auf der Map, wo wir lang fahren. Ja, genau. Also der schnellste Weg, wenn wir... Jetzt gerade ausfahren? Ja, genau. Also wir können gerne einmal rüberschwimmen. Das würde schneller gehen. Oder würde ich trotzdem vorschlagen, dass wir... Na, gut. Vielleicht ist der ja auch ein bisschen... Das amphibienfähig, aber... Mit ein bisschen mehr Schwung hätte das auch geklappt. Dafür hättest du so einen Kübelwagen aus dem Weltkrieg überhaupt. Oh, ich glaube... Hier sind interessante Dinge mal passiert in diesem Wald, kann das sein? Ja, erinnert mich an gewisse Einsätze, die wir hatten. Ist das der Wald hier? Ja, erinnert zumindest in der Optik daran. Ich hatte jetzt gerade halt auch schon so, dass das vielleicht hier sein könnte, wo wir dieses außerirdische Viech gekämpft haben, aber... Wir sind dafür etwas zu nördlich. Ja. Aber hat schon große Ähnlichkeit. Seid ihr alle auf dem Weg hier? Ja. Wir sind... Auf dem Weg nach links. Ach, der Weg. Ja. Seid ihr auf dem Weg? Ja, ach, der Weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Lust, nochmal auf so ein Viech zu treffen. Ich hoffe, den gibt's nur einmal. Ja. Hoffen wir. Aber da, wo er hergekommen ist, Da gibt's bestimmt noch ein paar mehr. Ich glaube nicht, dass das so eine Personenspezies war. Ich weiß naja, nicht. Aber wer weiß, warum er mit einem Raumschiff unterwegs war, ne? Mich würde eher interessieren, welche Spezies ist so dumm und habt sich eine Thermonuklearbombe ans Handgelenk. Hm. Hey, ich mach Musik, ja, alles klar. Piep, 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 boom. Ich glaube, es sind die Nordkoreaner. Das bezweifle ich, dass das ein Nordkoreaner war. Oder diese bösen, faschistischen Kommunisten aus China. So, Kommunisten. Aber Reaper, um deine Frage mal zu beantworten, welches Vieh sich sowas ans Handgelenk schrauben lässt, das wird wohl irgendeine Kriegerrasse sein, die lieber sterben, als sich zu ergeben. Na gut, es gibt nichts Besseres als einen ehrenhaften Tod während des Kampfes. Also von daher, wenn ich mir ausruhen darf, wie ich abtrete, dann bitte mit Kugeln im Kopf. Schick mal die Drohne los, wir sind fast da. Setz die Drohne ab. Okay, dann. Oh, hier ist eine Wand. Okay, hier ist eine Felswand, unerwartet. Ich gehe rechts rum. Ja, so ein bisschen links könnt ihr hoch, theoretisch. Rechts rum habe ich einen Turm in Sicht. Ja, Reaper, rechts rum an der Felswand ist eine Möglichkeit, den Turm einzusehen. Ja, negativ. Reaper kann schon so den Turm einnehmen, glaube ich. Ja, Turm ist okay. Frei. Peter, ich befinde mich am Fuß des Turms. Ja, ebenso. Okay. Wow, das ist kein guter Turm. Da ist noch ein Tango. Also ihr könnt bis zu den komischen Fahrzeugen, bis zu der Mauer davor rücken. Mhm. Da ist niemand. Okay, das ist erledigt. Stromgenerator plus Alarmsirenen. Ja, Alarmanlage, genau. Ich schalte den Alarm mal aus. Ja, der ist weg. Okay, der Generator ist wo? Das vorne und rechts? Neben dem Kompstationsgebäude befindet sich der Käfig mit dem Generator. Ganz hinten, ich sehe ihn. Ganz hinten, ja. Ja. Okay. Leider zu viele Gegner auf dem Weg, um dort reinzuschleichen. Na, oder? Rechts hinter den Zelten. Links. Achtung! Da ist ein Sturmsoldat. Wir müssen die Patrouillengänge vielleicht mal gut achten. Setze Drohne ein. Also ich würde erstmal als vorrangiges Ziel nicht unbedingt den Generator nehmen. Theoretisch könntet ihr rechts bei den Zelten, glaube ich, am meisten machen. Okay. Verstanden.
Über die Tür dann ins Lager rein. Ja, genau. Nein, warte, da ist noch ein unmarkierter Gegner. Ja, können wir leider gerade nicht markieren. Okay, dann befinde ich mich beim ersten Zelt. Okay, wartet da aufeinander. Ja, wir sind gerade sagen, irgendwie habe ich nur einen auf dem Sicht. Okay, ich bin übrigens zwischen den Felsen in der Nähe vom Turm. Mhm. Also, ihr seid da beim Zelt. Die 1 ist im Zelt nicht alleine, da befinden sich 2 Personen im Zelt. Okay, vielleicht können wir an dem Zelt vorbei kriechen. Negativ, da fegt einer den Boden, warum auch immer man das beim Naturboden macht. Wann das kann. Ja, Nabere Scan 4 bitte. Die 4 kann ausgeschaltet werden. Sind aufgeflogen, ist jemand aus dem zweiten Zelt raus. Okay, dann Feuer frei. Die 1 ist noch alleine jetzt. Abgeschaltet. Oh. Ich kann gerade nicht mal kommen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Moment. Danke. Markiere Vorräte. Oh Gott, ich glaube, einer liegt, oder? Nein. Nein? Nein. Ich habe Dokumente. Ich habe Santa Blancas Goldversteck in Espiritu Santo gefunden. Und noch Laptop. Achtung, Feind nähert sich. Von? Hab ihn getroffen. Okay. Der kam von der Straße unten. Ich weiß, wo eine Auszeichnung ist, die das Kartell einem Sicario verleiht, der viele Rebellen getötet hat. Wir haben eine Zubehörkiste hier. Ich sehe eine Waffenkiste. Wir haben wahrscheinlich eine Armeria vorne. Ja, das ist positiv. Bei Wanda vorne, nett. Genau. Da treffen wir uns. Ich würde mal ganz kurz meine Waffenteile durchgehen. Wir haben hier Technologie, die ich schon lange besitze. Ja, das könnten wir dann dazwischen machen. Speicherkartenwechsel und so. Okay. Good. Dann hoffe ich, hat euch das gefallen. Danke fürs Mitspielen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Mach das C4 scharf.